Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze wieder an meinem selbstpersönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik, das alte Kindergramm, das hoffentlich irgendwann mal als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sätze eröffnen wird. Ja, und ich habe euch was mitgebracht. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist ein Canon Legria-Akku. Ja! Den kann ich euch jetzt so schön zeigen, denn im Moment verwende ich sie ja nicht, die Legria, die ist ja für den anderen YouTube-Kanal. Hier verwenden wir ja die XF300, nicht wahr? Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Wahnsinn! Schaut euch das an! Ist das nicht toll? Das ist ein 12-Volt-Motor mit Zubehör. Es ist jetzt nicht alles Zubehör da dabei. Also, am Bild. Beim Motor ist mehr dabei als hier. So. Stimmt das? Wir werden zählen. Es sollen nämlich 22 Teile sein. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 Teile habe ich hier. 4 fehlen also. Ja. Es sind hier weniger Teile als in Wirklichkeit. Gekommen ist das Ding 1979 im Katalog, war es 1979, 80, 81, 82 und 83 im deutschen Katalog. Ich mache meinen berühmten Fingerdreh, denn ohne Fingerdreh vergeht mir der Schmäh. Ja! Das Besondere an diesem Motor ist, dass er mit 12 Volt betrieben wird. Um das zu demonstrieren, habe ich unter dem Tisch einen 12 Volt Trafo der Firma Lego versteckt. Einen der blauen Zugehörer, ja. Und habe mir hier ein Kabel organisiert aus der grauen Zugehörer, ja. Alles kompatibel. Und jetzt halte ich das da fest und mache mal Strom. Und dann läuft der Kollege. Ich muss sagen, diesen Motor bekommt man nicht so leicht, denn der Motor war selten. Ja? Den gab es nur in diesem einen Set, es gab ihn sonst überhaupt nicht. Man musste ihn hier extra kaufen, wenn man ihn wollte. Und die meisten haben ihn nicht gekauft, weil die haben ja eh die Zugmotoren gehabt. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Und die anderen Technikmotoren kommen erst mit 4,5 Volt. Also, nein, gibt's schon. Nein, gibt's noch nicht. Gibt's schon? Nein, gibt's noch nicht. Kommen erst mit 4,5 Volt. Also, ein ganz wichtiges Ding, selten und exquisit, bei uns live zu sehen im eitle Kindergraben. Juhu, tralalala. Da fehlt ja nur mehr die Hausübung, kurz und bündig. Das ist ein 1-Minuten-Video, ich glaube, so kurz war ich noch nie. Finde heraus, ich bin jetzt gerade irritiert, da steht nämlich irgendwas von 35 bei Besonderheit. Meine Zettel sind nicht so richtig, wie ich mir das wünsche. Ich sag mal, es sind 22 Teile. Die Hausübung. Finde heraus, wie lange Stuten tragen. Und wenn ihr das nicht kennt, dann müsst ihr mal rausfinden, was es bedeutet, wenn Stuten tragen. Ja, da habt ihr was zu tun. Da mache ich lieber gleich Stuts, dass ihr das tun könnt. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier im Eitle Kindergramm. Aber irgendwann, später dann.